Aber ich finde, dass wir es schon erklären. Ja. Wir kennen es jetzt zwar nicht aus. So, Erich Lasche, hast du? So, da müssen wir einmal arbeiten. Ja. Ich steck das da rein, so, gell? Und da vorne noch. Während der Erich weiter die Deckenprofile anschraubt, schneide ich diese UD-Profile ab, um quasi das CD-Profil, um es stückeln zu können. So kann man auch gleich die ganzen Abfälle verwenden und es bleibt nichts über. Und wenn man quasi was übrig hat, haut man das unter die Decke hinein. Man kann auch, wenn man irgendwo so eine Decke montiert, von zu Hause den ganzen Müll mitnehmen, in die Decke stopfen und zuschrauben. Keiner weiß es. Der Erich macht das immer so. Aber er will nicht, dass ich es sage. Ich mag ja gar keine Decken. Na, und dann stimmt's halt nicht. Manchmal darf man auch lügen. Jetzt reiße ich mir von hier wieder herüber 41,5, mache einen Strich. Hier mache ich dasselbe vom letzten Strich. Am besten ist, man nimmt sich einen Stab, Erich, der dieselbe Länge hat, und nimmt immer den. Also je größer die Decke ist, umso genauer sollte man arbeiten. Aber wenn das ein langer Raum wäre, man misst das immer so, wird pro Messen immer ungenau und am Schluss passt das dann sicher nicht mehr. Und die Platten müssen ja auf einem CD-Profil genau mittig, muss immer der Stoß sein, dass man links und rechts schrauben kann. Mir ist das ja noch nicht passiert, aber den Erich ist das schon passiert. Und da hat er solche Augen gemacht, da hat er ganz schön geschaut. Jetzt machen wir einen Schnalzer wieder bei der nächsten Reihe. Die Schnur aufgewickelt, dass genug Farbe an der Schnur ist, denn das ist angefüllt mit Farbe. So, jetzt halten wir das hier her. Geht's? So, jetzt schrauben wir diese noch hin und dann hängen wir das Profil ein. Obwohl, wir können es beim vorigen schon einhängen, Erich, damit die YouTube-Zuseher schon sehen, wie wir das stückeln. Ich glaube, die Schienen montieren wir. So, hier ist eine und hier ist eine. Jetzt fädeln wir das hier ein und hier vorne geben wir einfach so hinein. Hier habe ich mir angerissen, das Maß auch. Hier kann ich mittig gehen. Jetzt schraube ich es hier schon einmal mittig an mit einem Blechtreiber. Die Bohrmaschine muss schnell drehen. Wenn sie langsam dreht, bekommt man diesen Blechtreiber sehr schwer hinein. Jetzt kann ich diese Laschner umbiegen. Ja. Und dann hält das eigentlich schon. So, jetzt ist das fix. Und jetzt kommt links sowas rauf. Also dieses UD-Profil, das schraubt der Erich jetzt an. Jetzt ist es sinnvoll, wenn man einen Maßstab, der magnetisch ist. Der hängt sich dann hier innen ein und ich kann hier perfekt hermessen. Okay, der ist rausgegangen. Zu fest angezogen. 212 ist ganz genau. Und hier mache ich es dann genauso. Ich nehme die Schiene. Hänge hier ein, mache mir einen Strich bei 212. Jetzt könnte ich aber mit dem Winkelschneider auch, oder Erich? Ich glaube schon. Schutzbrille. Schutzbrille, Gehörschutz brauchen wir keinen. Die falsche Seite habe ich genommen. Das ist das kurze Erich. Na Gott sei Dank ist das mir nicht passiert. Wenn das hier passiert wäre, aber hallo. Uha, da wäre wieder was los gewesen. Jetzt kommt es hier hinein. So, dann schlage ich das zum Strich hin. Oh, oh. Gott sei Dank war das nicht ich. Was habe ich gemessen? Puha. Warte, ich messe nochmal. Nächste Chance. Das ist heute ein Hundertteiler. 212. Wir haben noch genug Schienen. Ich habe vorher 112 gemessen. Gemessen habe ich 212, aber geschnitten. Wenn es zu kurz ist, länger wird es nicht mehr. Mein Bleistift ist runtergefallen. Es ist Montag. Ah, jetzt habe ich mir den Nagel auch eingerissen. Ist wirklich Montag, Erich? Ja, ich glaube. Na, ehrlich jetzt. Weiß nicht. So, und jetzt immer mittig in die Laschen hinein. Und dann stehe ich da drüben bei den Rohren an. Das ist von hier bis hier, gehört das jetzt ausgenommen. Braucht man eigentlich nur einschneiden und wegbiegen. Genau. Das ist natürlich für die Festigkeit jetzt nicht optimal. Überträgt sich aber beim Wickeln, genau, glaube ich. So, natürlich braucht man ein bisschen Kraft in den Fingern. Ja. Ist das gerade geblieben? Naja. Es geht, Erich.
Ist ja nur deine Decke. Aber wir wollten so knapp wie möglich hinaufgehen, damit wir nicht unnötig Raumhöhe verlieren. Genau, und hier wird das jetzt nur drauf gesteckt. Kommt jetzt eine zweite Schraube hin. Auf der anderen Seite kommt auch ein UT-Profil auf die CD-Schiene und dann ist BDCD-BD. COPD ist eine Lungenkrankheit, das darf man nicht verwechseln mit dem CD-Profil, Erich. Viel. CD, das ist ja... CD ist eine Langspielplatte in moderner Form. Ach so. Das ist eine Kompaktdisc. Ich habe noch meine alten aus der Jugend. Das sind aber LPs. Natürlich. Schellack. Was denn sonst? Das denke ich. Noch immer. Geht auch noch immer. Schellack. Und hier am Ende oder am Anfang wird es auch wieder mit einer Schraube befestigt. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie das mit der Schnurversion aussieht. Die Technik hat sich wieder weiterentwickelt. Wir schrauben jetzt diese Laschner auch schon anders, oder Erich? Ja. Wir entwickeln uns schon sehr stark weiter, oder? Naja, ich ändere deine Praktiken eigentlich. Zum Vorteil, so geht es wirklich etwas einfacher. Wer hat dir das gesagt als Offener hinschrauben? Was? Wer? Ich habe gesagt, ich habe das gemacht. Der Erich verkauft meine Ideen als seine. Aber ich muss schon zugeben, ich verkaufe auch seine Ideen als meine. So, und dann nur... Das ist natürlich oberste Rigipserliga. Okay. Aber anfangs haben wir die Stoß hier in Reihe gemacht. Also, das versetzen wir jetzt. Jetzt ist er hier. Dass es etwas versetzt ist. Immer Schutzbrille tragen. Das ist super, man ist kurz weg und der Erich tut Staubsaugen. Bin ich gewohnt von zu Hause, musst du das nicht machen? Nein, wir haben keinen Staubsauger. Nur arbeiten alleine ist auch nicht die Lösung. Man muss zwischendurch saugen, Kaffee trinken, Mittagspausen essen gehen und alle halbe Stunde aufs Konto nachschauen, ob ein Kunde überwiesen hat. Ach so, mache ich nie. Okay. Während der Erich saugt, kann ich eine kleine Führung machen. Hier sieht man die ganze Stoß. Hier wird jetzt angeschraubt und es geht weiter. Hier sind sehr viele Rohre, hier haben wir sehr viel rausschneiden müssen. Einen richtigen Halt hat das nicht mehr. Aber hier kommen sowieso dann Kästen her und die Sockel werden das, also oben die Blenden. Wichtig, was man nie vergessen darf, wenn man eine Decke zumacht, immer noch schauen, brauche ich noch irgendwas oder nicht. Wir wollen hier unten im Keller so eine Freisprecheinrichtung, glaube ich, sagt man, oder? Ja, wenn auf der Straßenseite jemand läutet, dass wir sein Gesicht sehen, dann können wir blockieren quasi oder melden oder gefällt mir, Daumen rauf, Daumen runter, abonnieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ziehen wir jetzt das Kabel oben, haben wir sowas, da ziehen wir jetzt herunter, damit wir im Keller das auch haben. Und der Erich ist ein alter Elektriker. Aber ich bin nicht dein Elektriker. Erich ist es gewöhnt, sowas zu tun. Wir stehen an. Ich werde dann am Abend oben schauen, ob wir oben sind. Dann können wir es die nächsten Tage herunterziehen. Und wenn nicht, kommen wir von oben runter. Probieren wir es noch einmal so dann. Okay, ja. Passt. Jetzt ist alles oben und wir müssen das alles in die Waage bringen. Und wie bringen wir das am besten in die Waage, Erich? Mit einer Wasserwaage? Okay, genau. Teils Wasserwaage, teils anders. Welches Teil ist das? Das ist, glaube ich, mittig. Gut. Nein, linke war. Das hier, da mache ich mir nichts. Wir werden dieses Teil in die Waage stellen. Und dann kann ich mit einer 3-Meter-Latte, der Rand passt ja, kann ich das alles drücken und einer schraubt. Den Laser haben wir aufgedreht, der Rand passt ja. Jetzt halte ich hier den Zollstock her und sehe 51,8. Und wenn ich jetzt hier das auf 51,8 herdrücke, kann der Erich schrauben und so machen wir diese Latte jetzt durch, oder? Okay. Viel genauer müssen wir nicht arbeiten, oder? Ja, ist ja nur dein Keller. Aber wir können jetzt leider nicht filmen, weil das ist jetzt am Stativ oben, wo wir normal filmen. Wie soll das weitergehen? Und nicht zu lange in den Laser schauen, ihr wisst ganz genau, in Erich seine Theorie ist, wenn man zu lange in den Laser schaut, kann man nicht mehr rechnen. Erich, 3x3. Du fragst immer solche Sachen. 1 plus 1. Ja, das ist aber wirklich schwer. 0 mal 1. Okay, auf jeden Fall, wir machen das jetzt in die Waage. Die Kamera steht jetzt schief, aber man muss mit dem zufrieden sein, was man kriegt, oder Erich? 51,8. Ich halte das so gerade ungefähr und du kannst das schrauben.
Profi-Rigipsler werden natürlich das anders machen, oder Erich? Wir wollen es immer sehr genau haben. Vielleicht ist das andere System noch genauer. Und jetzt ist der mittlere, dieses eine CD-Profil, genau in der Waage. Das hier ist genau in der Waage. Jetzt haben wir hier die Wasserwaage angezwingt mit einer Zwinge. Das ist jetzt quasi hier. Und auf der anderen Seite ist ja das UD-Profil am Rand genau in der Waage. Hier haben wir es in die Höhe gespreizt mit so einem Deckensteher. Ich glaube, die Rigipser nehmen den oft. Jetzt sind wir natürlich ganz genau in der Waage. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Jetzt brauchen wir nur die Profile hier runterziehen. Dann liegen sie auf und seitlich anschrauben. Hier beim Erich kann man es gut sehen. Der macht das jetzt so. Der zieht das nach unten und schraubt es an. Eigentlich geht das problemlos, oder? Ja, eigentlich schon. Vorher habt ihr gesehen, wie wir mit dem Laser und mit dem Zollstock in die Waage gerichtet haben, dieses eine CD-Profil. Und jetzt haben wir einfach so Deckensteher genommen, haben die Wasserwaage oben montiert. Der Rand ist ja in der Waage und hier diese eine Latte ist auch in der Waage. Und wenn wir das raufspreizen, passen wir ganz genau. Aber hier sehe ich gerade, hier ist Luft. Ja, das hast du angeschraubt. Na, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt richten wir dieses Gestell zu den nächsten her, die angeschraubt gehören. Jetzt richten wir das um 70 cm nach vor zu den nächsten Laschen. Erich, bist du bereit? Und jetzt montiere ich aber den Laser wieder, wo die Kamera ist. Normal geht das auch etwas schneller. Wenn die Kamera aufgedreht ist, steht gleich immer alles schief. Oder Erich? Was? Jetzt kontrolliere ich sicherheitshalber mit dem Laser. Nehme mir hier das Maß ab. 50, 50. Hier noch einmal in der Mitte kontrollieren. Ganz genau. Jetzt gehe ich hierher und kontrolliere das auch noch an ein paar Punkten. Und jetzt zieht man das quasi an die Wasserwaage, aber mit Gefühl, nicht so fest, sonst verbiegt man ja die Wasserwaage. Und hier wieder, bei der Wasserwaage sieht man, man hat Luft. Jetzt zieht man mit der Hand nach unten und jetzt ist keine Luft. Aber nicht mit Druck raufgehen, sonst ist ja das wieder ein ganz anderes Maß. Und so machen wir diese Reihe jetzt noch fertig. Das hier ist schon alles gerade. Vielleicht könnt ihr hier so durchschauen. Und das da drüben müssen wir noch machen. Und dann geht's los mit Rigipsplatten raufschrauben und stellenweise isolieren. Hier bei der Mauer werde ich isolieren die ersten 70 cm. Ich hoffe, das ist richtig. Das Ganze will ich mir nicht antun. Oben ist sowieso Wohnbereich, also die Hitze kann sowieso noch ins Haus. Wenn sich da jemand besser auskennt mit sowas, ob das hier Sinn hätte oder nicht, einfach in die Kommentare schreiben. Der Erich würde sich freuen, ich mich auch. Jetzt haben wir diese Deckensteher hier. Da braucht man die Platte nur raufhalten und lässt hier aus. Und der springt alleine nach oben und hält die Platte. Ich zeige euch, wie das mit dem Stoß aussehen muss. Also hier muss die Platte mittig sein. Dann kann man die nächste Platte anschrauben. Man kann sich hier nach diesem Strich richten. Und hier am Ende bleibt dann eine halbe circa über, sagen wir mal so. Und mit dieser halben fangen wir dann hier wieder an. Und das geht sich wieder schön aus. Beim Schrauben haben wir so einen Tiefenbegrenzer. Da kann es nicht weiter hinein, die Schraube, wie... Oh, der ist sehr magnetisch. Der Bit zieht sich immer heraus. Ein Magazinschrauber wäre super, gell? Mit Schwung. Ja. Oh, das geht aber gut. Das gefällt jetzt den Erich so gut, dass ich, glaube ich, jetzt frühstücken gehe und er soll weiter schrauben. Den Erich muss man immer begeistern von irgendwas. Und wenn er dann begeistert ist, wenn ich jetzt nicht Stopp sage, würde er über die fertige Rigipsdecke eine zweite Rigipsdecke drüber schrauben. Einmal haben wir in einem kleinen Raum eine Decke montiert. Er war dann so begeistert, er hat so viele Decken übereinander, dass er am Schluss schon im Liegen Decken montieren musste, weil so viele Schichten Decken an der Decke waren.